Du hast alle abgegeben, du hast da die Übersicht drüber, ich nicht. Und wieder ein klarer sonniger Tag. Und achso, ich habe hier wieder Random Saat dabei. Oh, heute ist wieder viel zu ernten. Ich mach's gleich. Okay, Glück habe ich auch nicht. Du machst das. Bin gleich auf dem Weg. Aber du sollst ja verkaufen, nicht wir eigentlich, ne? So, ich habe gehört, du hast ein paar Leuten in der Stadt geholfen. Nein. Jeder scheint ziemlich dankbar zu sein. Ich verleihe dir mit den bester Nachbarschaft, beste Nachbarinnenpreis des Monats. 500 gibt's vom Bürgermeister. Aber für dich, weil du das Laufbusch-Ding gemacht hast. Ja, eben. Das müsst aber ja da unten neu hacken. Wieso habe ich denn eigentlich nur ein bisschen mehr als halbe Energie? Frechheit, ich habe am längsten geschlafen von allen. Wo kommt denn bitte der Pilze hin? Links weiter in die Truhe, ich glaube, die an der Ecke unten links. Ah, okay. Ich geh jetzt mal runter und sorg mal noch für Dünger. Gesundheit. Gesundheit. Mein Mikro ist, glaube ich, kaputt. Ich habe das Ding nach oben geklappt und ihr hört mich trotzdem. Ja, aber nur ganz, ganz leise. Das war einfach nur, weil du wahrscheinlich, weil du die Lautstärke übertrieben hast, absolut. Ich meine, wenn du hochklappst, wird bloß die Verstärkung vom Mikrofon deaktiviert, aber wenn es halt sehr laut ist, hört man es trotzdem, ja. Also wenn jemand Weintrauben braucht, wir hätten jetzt ein paar. Kannst du die nicht einlegen oder Wein machen? Ja, wenn wir Wein machen könnten, würde ich das tun. Kannst du das noch nicht? Ich glaube nicht, mein Inventar ist voll. Cool, jetzt sind die Trommelblöcke ja so angelegt, dass man wirklich losgeht. Es gibt mir den Beat. Boom. Felix, wenn dir langweilig ist und du nichts zu tun hast, weil die Mine nicht geht, kannst du in die ersten Level der Mine gehen und ganz viele Insekten töten. Die brauchen wir nämlich für den besseren Dünger. Und auch für bessere Köder. Und eigentlich generell für Köder. Generell für alles. Generell für Köder braucht man das. Also. Ich fahr erstmal zum Dingens hier meine Geoden und so aufmachen lassen, bevor ich irgendwas abgebe. Müsste auch noch eine rote von mir dabei sein irgendwo. Ja, habe ich schon längst aufgenommen. Ich dachte mir so, was hat die da zu suchen? Ich habe mir bestimmt irgendwas dabei gedacht. Beziehungsweise habe ich mir eher gedacht, so, warum ist die nicht aufgemacht? So, was habe ich denn hier für einen Auftrag heute? Lass mal gucken, hat irgendjemand Geburtstag? Ja, heute hat Geburtstag Demetrius. Wir brauchen die Zwergenschriftrolle 1 noch, übrigens. Und Thunfisch braucht der Zauberer. Das ist sehr gut, weil Demetrius ist der Zauberer. Nein, Demetrius ist nicht der Zauberer. Ach, das ist der oben, ne? Das ist der Schwarze, der Frie. Der Schwarze. Ich habe eine Sammlervogelscheuche bekommen. Soll ich jetzt eigentlich noch einen Setzling holen für einen Baum? Pfirsichbaum oder Granatapfelbaum? Ja, hol und bitte mach noch ein bisschen Zaun und mach die erstmal den Baum pflanzen, aber irgendwie Zug fertig Zaun noch. Total. Ganz außen drumherum. So, da werden schon die ersten Goldbarren wieder fertig. Moment, der Zug ist durchgefahren? Ja. Ich wollte ja noch mein Werkzeug machen. Kupfer und Eisen machen. Mhm. Kann ich die verbesserten? Tja. Ich bin wohl der Einzige, der fähig ist bei uns. Scheiße, ich hab Gold mitgenommen, ich brauche aber Stahl. Ah, fuck. Nochmal schnell zurück. Also ich gehe jetzt mal zu dem Demetrius, schenke ihm was zum Geburtstag. Ach das. Wie sieht denn das mit den ganzen Schuhen, die wir hier drin haben und die Schwerter? Die müsstet ihr verkaufen, ja. Wenn der Benny nichts haben will. Ich hab meins, ich kann nur das nicht verkaufen, weil ich nicht freigeschaltet habe, weil ich nie mich von Level 0 auf 5 gekämpft habe. Hä? Ich hab mich nicht von Level 0 auf 5 gekämpft. Ich kann nicht in die Abenteuergilde. Genau. Ich kann es nicht verkaufen. Ja, das kann er ja, aber. Dann verkaufe ich jetzt mal die eisernen Klingen auch mit. Ja, ja. Also ich hab eine Obsidian-Schneider mit 30 bis 45 Schaden. Also. Ich hab auch das schwarze Schwert. Ach, scheiße, ich muss nicht. Okay, dann verkaufe ich mal Kristalldolche. Nein, wir haben die, nur. Die normalen Schleudern, ne? Die kann ich auch verkaufen. Ja, ich benutze hier keine Schleuder. Lumi? Ja. Du hast bestimmt gerade Sprengler hergestellt, oder? Nee. Nee? Ich kann gar keine herstellen. Ich muss Eisen nämlich holen. Für die nächste Stahlspitzhacke brauche ich Eisen. Ja, ich auch. Haben wir keine Eisen mehr? Nein. Ein. Aber
Ich brauche 5. Ja, siehst du, hast du auch jetzt was zu tun die nächste Zeit. Ich gehe erstmal baden. Geh mal baden. War aber keine Frische, muss ich zugeben. Dass ich Thunfischpizza erst für mich entdeckt habe, wo ich schon Veggie war. Aber du musst ja bloß den Käse ersetzen, dann kannst du es doch essen. Hä? Achso, nee. Bei dir zählt Fisch nicht als vegetarisch. Fisch ist nicht vegetarisch. Ja, es gibt ja Leute, die sehen das anders. Das ist aber dumm. Das sind Pesketarier und keine Vegetarier. Was? Das ist halt nur nicht geschnallt. Ja, es gibt für sowas Begriffe, ja. Es gibt dafür einen Ausdruck. Das sind Leute, die essen auch noch Fisch. Und das ist das Anstrengende, dass sie dann immer behaupten, oh, ich bin Vegetarier, aber ich esse Fisch. Das ist ein Bullshit. Allein schon im Wort Vegetarier steckt drin, dass man kein Fisch ist. Aber gut. Ich dachte, das heißt dann sowas wie Quere. Moment mal, ist das der Ahornsirup? So, jetzt verkaufe ich mal Ahornsirup. Wupp. Ah, und Lumi schmeißt die Zwillen, die will eh kein Schwein haben, schmeißt die weg und lauf weg. Weil die kann man nicht verkaufen, die kannst du nie in den Müll schmeißen. Die kannst du überhaupt nie vernichten eigentlich. Dann schmeiß ich sie da oben irgendwo hin. Ja, bitte. Oh, ich hasse das ganze System. Hallo Linus. Nein, ich reiß dein Zelt nicht ein. Ich schenk dir einen Amethysten. Okay, das bringt ihm nichts. Ich glaube, ich habe mir schon mal einen geschenkt und das bringt ihm nichts. Also, keine Amethysten für Linus. Das ist sinnlos. Möchtest du sagen, was er mag? Ach nee, darf ich ja nicht. Essen wahrscheinlich. Essen, ja. Essen mag jeder. Selbst außer der Dings. Sebastian? Okay, mir ist nicht ganz klar, wofür ich das brauche. Wofür brauche ich einen Webstuhl? Achso, ich muss Wolle da reinpacken. Okay. Ja, dann kannst du eine Mühle später bauen. Man kann sie, wenn sie nicht leer ist, kann man sie auch nicht weg. Man kann sie auch nicht wegschmeißen. Man spannt sie einfach nur. Man kann nichts damit machen mit diesen Scheißdingern. Dann machen wir eine Kiste ganz weit entfernt, wenn es will. Ganz weit entfernt, nur für die Dinger. Kannst du Uni weghauen? Aus dem Inventar? Stell jetzt übrigens aus dem einen Eisenbahn, den wir haben, einen Bienenstock, Herr Bienenhaus, ja, für Honig. Ja, mach, das mach, ist mach gut. Das nö. Was ist eine Bleirute, ein Knüppel? Kannst du verkaufen. Wir haben noch nicht gegossen übrigens, ne? Ich hab nie so viel Platz. Wir haben noch nicht gegossen? Na dann ab zurück mit dir. Dann komme ich jetzt auch zurück. Ich komme, ja. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen. Ja, Felix. Bei Felix geht das schnell, den muss er bloß an der Schulter anfassen, da ist es fertig. Ha, ich bin schneller. Bumm. Bumm, ich komm schon. Ich bin nämlich gerade noch am Ernten. Hast du noch ein paar Sprinkler gebaut, Ben? Wie denn? Dann was denn? 5, achso, weil wir kein Eisen haben. Ist so taktlos. Hast du noch ein paar Sprinkler gebaut? Entschuldigung. Auch eine Sprinkler bauen. Eine Göttin. Jawohl. Betreib's nicht. Sprengklar bauen. Oh, jetzt haben wir aber langsam echt ein Problem, gell? Ja, das wird wohl nix, würde ich behaupten. Das schaffen wir noch. Aber das ist das Letzte, was ich heute tue. Gießen. Hat irgendwie jemand schon angefangen zu gießen, aber hat's nicht fertig gemacht. Ja, ich auf dem Weg nach unten. Und dann habe ich Bäume gemacht, dann wollte ich eigentlich auf dem Rückweg wieder gießen und hat aber keine Energie mehr und dann habe ich es irgendwie vergessen. Auf dem Hinweg gegossen, gutes Gewissen gehabt, den Rest kann jemand anders gießen. Ja, ich habe gedacht, ich habe ein bisschen meinen Soll erfüllt, aber offensichtlich nicht. Felix, ab ins Bett. Warum steht denn bei mir jetzt im Zimmer ein Webstuhl? Frauenaufgabe. Warum? Das ist alles gerecht verteilt. Es steht überall ein Webstuhl. In jeder Bude. Okay. Warum haben wir überhaupt schon einen Webstuhl, wenn wir noch nicht mal Wolle haben? Weil ich gerade Zeit hatte, es zu bauen. Der hat keine Eisenbachen verschlungen. Nein. Pfannen und Holz, glaube ich, nur. Oder Kohle noch dazu oder sowas. Dann habe ich nichts gesagt. Ihr braucht übrigens den Müll vom Fischen nicht wegschmeißen, den können wir verarbeiten. Ja, den habe ich da schon reingehauen. Ja, aber irgendjemand hat es doch weggeschmissen. Da kommt ja nichts Gescheites bei rum. Doch, Fackeln!